In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Pogba. Leimer macht das Spiel gut breit. Bayern München, das ist ja ein Team, das du schon so häufig beobachtet hast, Hansi. Was erwartet uns denn da so rein taktisch? Ihre Strategie ist klar. Dem Gegner ruhig den Ball lassen, dann die schnelle Balleroberung und dann geht's ab in den Gegenangriff. Pogba. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Pogba. Harry Kane. Abnehmer hätte er. Und wieder versucht er es. Und er läuft in die Abseitsfalle. Sie haben offensichtlich vor, Räume zu schaffen. Die Spieler aus dem Zentrum versuchen, draußen einen oder zwei Verteidiger zu binden. Ah, verstehe. Deswegen also der ganze Laufaufwand. Genau so sieht's aus. Sie wollen den Gegner ködern, raus auf die Flügel locken, damit die eigenen Leute im Zentrum leichtes Spiel haben. Die Frage ist jetzt. Und der Trick. Hamburg liegt also mit einem Tor vorn. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Janic. Sergio Ramos. Sie kontrollieren hier nicht nur den Ball, sondern eben auch den Gegner. Die Führung hier geht völlig in Ordnung. Pogba. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Kane mit dem, wie der sich hochschraubt. Klasse Aktion vom Keeper. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Pogba. Ab auf die linke Seite. Da guckt er ganz genau. Schlichtweg nicht platziert genug. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Papastathopoulos. Das ist Roberto Firmino. Und er zieht ab. Der Ball geht ganz, ganz knapp vorbei. Okay, der Ball geht knapp am Tor vorbei, aber eins steht fest. Wenn die Dinger auf den Kasten kommen, dann wird es richtig schwierig, den Einschlag zu verhindern. Lewandowski. Pogba. Arid. Sergio Ramos. Einfach mit gutem Stellungsspiel. Versucht's.
Benzema. Der kommt richtig lang. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Roberto Firmino. Paulo Dybala. Guter Pass und eine großartige Chance. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Neymar. Leimer. Pogba. Das ist Roberto Firmino. Ab auf die Flanke. Neymar. Ab in Richtung Tor. Ja, es ist gut möglich, dass wir hier die letzte Aktion der ersten Hälfte sehen. Hauptsache weg mit dem Ding. Freistoß FC Bayern. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Ein ordentlicher Schuss. Und das war's mit der ersten Hälfte. Das war stellenweise Fußball wie aus dem Lehrbuch. Hoffentlich spielen sie in der zweiten Halbzeit genauso weiter. Hamburg führt zur Pause mit 1:0. Wir analysieren jetzt ein bisschen. Hälfte 2 ist eröffnet. Hamburg führt nur mit einem Tor. Pablo Sarabia hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Cavani. Toni Kroos. Pogba. Pjanic. Alexander Arnold. Toni Kroos. Alexander Arnold. Rein in den 16er. Alexander Arnold. Beeindruckt durch seine Art, immer direkt das 1 gegen 1 zu suchen. Ich sag's ganz ehrlich, da möchte ich nicht Verteidiger sein. Die Ballbehandlung von ihm, einfach exzellent. Der Torhüter haut ihn weit raus. Hier ist Cavani. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hatte... Cavani! Eine Glanzleistung des Keepers. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Alexander Arnold. Die Schussgelegenheit. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Harry
Kane das Schlitzohr. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Hazard. Hier ist Cavani. Eden Hazard mit der Möglichkeit. Er bringt ihn in die Mitte. Und er ist zur Stelle. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das sehe ich ganz genauso. Und jetzt die Flanke. Guck dir dieses aggressive Pressing an, da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Damit kannst du einen Gegner richtig zermürben. Sobald er den Ball erobert hat, wird er gejagt. Und wer er verliert den Ball wieder, dann wird es richtig gefährlich. Van Dijk. Sie kommen da irgendwie nicht durch. Cristiano Ronaldo. Pjanic. Bei wem der wohl landet? Alexander Arnold. Nutze die Chance. Das hätte das 2:0 sein müssen. Sie dürfen weiter auf den Ausgleichstreffer hoffen und das haben Sie nur Ihrem Torhüter zu verdanken. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen Sie weiter zittern. Neymar spielt den Ball nach rechts. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Abgefahren, gut gemacht. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Hazard. Pablo Sarabia. Riesenmöglichkeit. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Leimer. Und die Hereingabe. Hier ist Cavani. Eden Hazard mit der Möglichkeit. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Sie haben diese Partie mit dem knappsten aller Ergebnisse gewonnen.